nicht rum. Na, du hast mich jetzt fast verschreckt. Weißt du, ich bin da am Bauwagen machen. Schön, dass du mich besuchen tust. Hä? Ich soll dir was von den Phasen erzählen. So schnitzelbankmäßig. Ja, was hast du in der Hand? Eine Kamera. Ah, jetzt verstehe ich. Ich soll dir was erzählen von den Phasen und du tust mich dabei filmen, dann kommt es ins Internet, weil wegen der blöden Corona haben wir ja keine aktive Phasen, sondern sie findet ja nur online statt. Hey. Weißt du, ich bin halt da am Bauwagen eigentlich, aber ach, du meinst schon so in Kurzform. Ein Schnitzelbank. Ja, okay, da kann man drüber reden. Ja, du, wenn wir jetzt gerade da im Gnadsbild sind, wisst ihr schon eine Sache. Weißt du, da hocke ich jetzt gewissermaßen an der Quelle. Der Alisea, mein Patenkind, hat letzten November wieder Geburtstag. Ich schnapp's Geschenk, schlurp nipper, klingel und will Geburtstagswünsche und das Geschenk abgeben. Mein Bruder macht die auf und meint, es ist ja alles schön und gut, aber ich wäre da zufrieden. Nein, ist recht. War halt dumm gelaufen, gell? Ja, und wenn wir gerade wie sind von der Familie, der Janik, meine Frau, Lisa und ich waren letztes Jahr Urlaub machen in Schopenau. Und die Janik hat in der Zeit Geburtstag gehabt. Und da haben wir so Geburtstagstort bastelt. Mit so Teelichter drauf als Geburtstagskerze. Da hat es die ausblasen. Und dann haben wir gedacht, wir zählen mal nach. Und was war? Meine Frau hat 29 Kerzen drauf gemacht, statt 28. Ja, ja, er hätte sie trotzdem alle ausblasen gebraucht. Eine Flasche Bier? Nicht? Ja, ich würde jetzt gerne eine trinken. Warte einen Moment. Prost, Tom. Oh, war jetzt gut. Noch mal eine Geschichte. Was war noch im Riechebach letztes Jahr? Die nach Vaterkind, die erzählt. Du kennst die Geschichte, ja du schon. Aber doch die im Internet nicht. Also pass mal auf. Der Gisela Ewald ist letztes Jahr 70 geworden. Und dann hat sich die Ortsverwaltung Riechebach denkt, man sollte ihm halt auch fast Geburtstagsglückwunschkarte schicken. Ja, sie haben das Ding in den Briefumschlag nie gemacht. Als Gieslers adressiert und hätte Conny aufgeschickt, der Vetter Conny, er soll das abgeben. Das hätte er auch gemacht und ist wieder heim. Nur, es war niemand da auf uns Gieslers. Dann hätte er gedacht, er legt es in das Plastikrohr von Uteni, das ist auch Sehne. Der will, das war das Problem, ist aber dann der Briefbot gekommen. Sieht den Brief, schnappt ihn und nimmt ihn mit. Weil bis Gieslers ist das so abgemacht mit dem Briefbot, wenn da ein Brief drin lädt. Dann will ich sie dann aufgehen und dann war es natürlich bequemer für sie. Das Ende von der Geschichte war klar. Der Brief ist wieder zurückgegangen an die Ortsverwaltung. War ja unzustellbar, es war ja kein Briefmarkt drauf. Und dann hätte Conny halt prompt nochmal nur Flur bedarfen. Ja, der Weg war umsonst, sagt man da, gell? Also, warte mal. Was? Nochmal die Geschichte. Okay, wenn wir es gerade von der Ortsverwaltung haben. Unser Riechebacher Bürgermeister, der Markus Spät, der hat oben am Sportplatz eine Garde. Und da ist mal seine alte Fräse verreckt letztes Jahr und will da halt sowas rutsch im Garde. Was ich denke, da stellt er nein. Aber da hat es eine Lieferverzögerung gegeben. Und seine Grimmel hat irgendwann mal denkt, da müsse ich jetzt mal nachhaken. Und ja, es war halt dann so, die haben das bei der Firma wohl falsch verstanden. Und das Ende vom Lied war, der Markus hat zwei Fräse geliefert gekriegt. Ja, stimmt, doppelt neid hebt besser, gell? Warte mal, ich hab noch Durst, die Schwätzerei, weißt du? Ob von der Narrenzunft noch was Taubes passiert ist? Du weißt ja, du kennst ja den Karsten Ammann, der ist ja doch relativ zuverlässig. Ja, das war so. Der ist, also Familie Ammann ist mit
Mit der Schwester von der Carina und ihrem Mann sind die Nuflufe an keine Ebene. Weil es kalt war, haben sie sich überlegt, sie nehmen Glühwein mit. Aber der Carsten war strikt dagegen, dass das in den Thermoskorn eingefiltert wird, weil bis sie oben sind, ist der Glühwein bestimmt halber kalt. Als rechter Camper hat er gesagt, er nimmt den Kocher mit. Eine Gasflasche, einen Kochtopf und tut es oben frisch zubereiten. Oben ankommen, hat er das alles aufgebaut, hat den Glühwein eingeschenkt in den Kochtopf und hat den Kocher zünden wollen. Die Betonung liegt auf Wille. Weil das Schießding ist nicht gegangen. Weil er halt meint hat, das Ding ist so gut in Schuss, das brauche ich daheim nicht testen. Ja, das Ende vom Lied war, dass er den ganzen Huckler-Buddig inklusive kalten Glühwein wieder eingepackt hat und hat's wieder heimtragen. Und weißt du, was man da dabei lernen kann? Man kann auch ohne Alkohol-Einfluss ziemlicher Blödsinn machen. So, aber ja, manches lang. In Ordnung, ich finde auch, das reicht jetzt mal. Kräftiges Narinaro an alle Riechebacher und alle im Internet. Und ich wünsche euch alle noch glückselige Phasen. Aber ich mache jetzt den Bauwagen fertig.